Sie haben sechs Wochen gefehlt. Wie würden Sie Ihr Leistungslevel beschreiben? Ja, ich fühle mich gut. Körperlich äh, bin ich jetzt, glaube ich, topfit. Ähm, in den Trainingseinheiten habe ich mich gut gefühlt. Im, im Spiel habe ich mich auch gut gefühlt und ich, wird behaupten, ich bin jetzt auch im Turnier angekommen. Im Turnier angekommen, hieße das auch, dass man schon über 90 Minuten gehen kann? Das kann ich jetzt schwer beantworten. Wie gesagt, ich fühle mich sehr fit, ähm, auch bereit für eine äh, Startelf-Nominierung. Wie lange lang meine Beine mich dann tragen, wird sich zeigen. Äh, ich werde mich auf jeden Fall mich dann nicht schonen, äh, weil ich auch weiß, dass wir einen super Kader haben, der dann im Zweifel auch äh, von der Bank äh, frischen Wind reinbringen kann. Sie spielen ja auch auf der Sechser-Position. Achter, Zehners können im Prinzip alles spielen. Sollte Thomas Müller ausfallen, wie schwerwiegend wäre das für die Mannschaft? Wie schwerwiegend das wäre. Ja, ich glaube, Thomas ist natürlich eine absolute Bereicherung äh, für uns hier. Das merkt man äh, sowohl auf als auch neben dem Platz. Äh, dementsprechend, klar, wäre es äh, für uns alle sehr, sehr schade, wenn er nicht dabei sein könnte. Trotzdem, glaube ich, äh, haben, wir, haben wir einen Top-Kader zusammen. Und äh, es war von vornherein klar, dass wir alle brauchen werden. Und äh, das haben wir auch von Anfang an so kommuniziert, dass sich jeder bereithalten muss, bereit sein muss, äh, weil, weil wir einfach jeden brauchen. Und dementsprechend bin ich da auch guter Dinge, dass für den Fall, dass er ausfallen sollte, wir das äh, kompensieren. Er ist ja auch eine Art Kommunikator. Wäre er auch ein guter Spielertrainer, weil er so viel kommuniziert? Spielertrainer? <laughs> Pff, ja, wahrscheinlich ist er das sogar schon, wenn man, wenn man, je nachdem, wie man den Begriff definiert. Klar, er coacht sehr viel. Das ist jetzt auch durch die Corona-Zeit noch mal mehr äh, ins Gewicht gefallen, weil man es in den, in den äh, TV-Aufnahmen dann auch gehört hat. Ich glaube, grundsätzlich ist es äh, ein großer Vorteil. Äh, wenn man das mal auf die Themen bezieht, wenn dann das Stadion leer ist. Jetzt wird es schon wieder deutlich lauter. Da wird es wahrscheinlich auch deutlich schwieriger, die Spieler dann verbal zu erreichen. Aber klar, ich, also, um noch auf die Frage zurückzukommen, glaube ich, wäre ein ganz guter Spielertrainer, wenn er das nicht schon ist. Sie haben das Stadion gerade schon angesprochen. Wie schön ist es denn wieder mit Atmosphäre, mit Stimmung und mit allem, was dazugehört, so auf dem Platz zu laufen? Ja, ist ein absoluter Traum. Also ich glaube, ich habe es vorhin schon in der PK gesagt. Es ist einfach, tut einfach gut, wieder 82 Millionen Bundestrainer zu haben und nicht 82 äh, Millionen Virologen. Ähm, man merkt einfach, das Land ist wieder äh, euphorisiert und ähm, hat Spaß am Fußball, so wie es sein soll. Äh, auch die Stimmung in der Arena, ich weiß gar nicht genau, wie viele äh, Fans da zugelassen sind aktuell, aber vom Gefühl her ist es wie ausverkauft. Jeder schreit für drei und ähm, auch bei der Nationalhymne vor dem Spiel, wenn das ganze Stadion mitsingt, das ist das, was, was uns allen gefehlt hat. Und wenn ich daran jetzt gerade nur denke, bekomme ich schon wieder eine Gänsehaut und ich freue mich einfach auf das nächste Spiel. Und, ähm, ja, wir werden alles geben. Das nächste Spiel ist Ungarn. Worauf wird es ankommen? Eine gute Balance äh, zwischen Offensive und Defensive. Ich glaube, äh, die Ungarn haben schon gezeigt in den ersten beiden Spielen, dass sie auch gegen Weltklasse-Mannschaften ähm, mithalten können und einfach äh, sehr leidenschaftlich verteidigen in, in äh, dem System, auch sehr diszipliniert sind. Und das muss man erstmal knacken. Ich glaube, äh, wir werden das auch im Detail nochmal besprechen, wo da unsere Räume sind, die wir spielen wollen. Ähm, und dann schauen wir mal. Abschließende Frage ist ja Ihr Wohnzimmer, aber auch das Wohnzimmer von Manuel Neuer. Wie viel Sicherheit gibt einem so ein Welttorhüter? Ja, die höchstmögliche Sicherheit, wenn es um Torhüter geht, glaube ich. Ähm, wurde schon oft genug thematisiert und es bleibt einfach auch so, dass es der weltbeste Torwart ist. Ähm, für mich persönlich im Verein als auch hier natürlich neben dem Platz eine absolute Stütze, weil man sich immer auf ihn verlassen kann. Ein ähm, Kapitän, wie er eigentlich im Buche steht, äh, tut sich nicht immer künstlich in den Vordergrund stellen sondern ist einfach da wenn es drauf ankommt und ähm, ja könnte man sich keinen besseren wünschen vielen dank für die zeit und alles gute dankeschön danke Auf hier.